Hallo, guten Tag, hier ist Mike. Ich hoffe, dir geht's gut. Bevor wir zum eigentlichen Gitarrenkurs kommen, möchte ich mit dir noch über ein paar Grundlagen sprechen. Über die Gitarre selber, Saiten, Einstellungen, Effektgeräte und vielleicht Zubehör. Aber um es vorweg zu sagen, keine Angst, du musst nichts weiter haben als eine Gitarre, sofern du eine Akustikgitarre benutzt. Wenn du gerne eine E-Gitarre nehmen willst, dann brauchst du normalerweise einen Gitarrenverstärker, weil du ansonsten keinen vernünftigen Sound hören kannst oder spielen kannst. Das Problem mit der E-Gitarre ist eigentlich kein Problem, aber gerade für den Anfang, die Saiten der E-Gitarre sind dünner. Das heißt, die lassen sich leichter manipulieren. Das ist prima zum Üben, das kommt einem am Anfang auch besonders klasse vor, weil man nicht so lange üben muss, nicht so fest drücken muss, die Finger tun weniger weh. Der Nachteil davon ist aber, dass man dann, wenn man auf eine Akustikgitarre wechselt, merkt, dass man plötzlich nicht mehr so gut spielen kann, aus dem einfachen Grunde, weil die Saiten auf der Akustikgitarre dicker sind. Das ist bei manchen Gitarren extremer als bei anderen. Die Nylon-Saiten sind wieder ein wenig anders als Stahlsaiten auf der Western-Gitarre. Aber das Grundprinzip bleibt das gleiche. Auf der E-Gitarre sind die Saiten dünner, auf einer Akustikgitarre dicker. Darum kann man viele Techniken auf einer Akustikgitarre nicht so gut spielen wie auf einer E-Gitarre. Wenn du anfängst zu spielen, empfehle ich dir, eine Akustikgitarre zu benutzen, um deine Hand zu trainieren und um dich von vornherein dran zu gewöhnen an die etwas dickeren Saiten. Das hat viele Vorteile. Wenn du auf einer Akustikgitarre beginnst und wechselst dann auf eine E-Gitarre, hast du Vorteile. Wenn du es andersrum machst, hast du Nachteile, weil du dann erst wieder deine Hand trainieren musst für die Akustikgitarre. Man braucht keine teure Gitarre kaufen. Wenn du noch keine Gitarre besitzt und dir demnächst eine kaufen möchtest, such nicht eine Gitarre aus, für die du wer weiß wie viel Geld ausgeben musst. Es gibt für relativ wenig Geld gute Anfängergitarren, die nicht billig sind, aber preiswert. Die solltest du dir in einem vernünftigen Musikgeschäft auch einmal anschauen. Egal, ob du es da kaufst oder nicht, aber damit du zunächst mal den Kontakt zu einer Gitarre hast und ein paar Hinweise von einem Gitarrenverkäufer, welche Gitarre zu dir passen würde. Das bringt große Vorteile. Das wirklich Wesentliche an einer Gitarre ist, dass die Gitarre richtig gestimmt ist, die Töne auch halten kann und dass sie so eingestellt ist, dass es für dich persönlich Vorteile bringt. Man kann eine Gitarre nämlich auch falsch einstellen. Fangen wir mal mit dem Stimmen der Gitarre an. Eine Gitarre muss richtig gestimmt sein. Wenn man nur ganz alleine für sich spielt, spielt es keine ganz, ganz große Rolle. Aber es hat auch wenig Sinn, irgendwie falsch anzufangen, um hinterher sich wieder neu drauf einstellen zu müssen, wenn man mit anderen Leuten spielt oder wenn man zu einem Lied im Radio oder auf YouTube dazu spielen will. Da muss einfach die Gitarre richtig gestimmt sein. Richtig billige Gitarren im negativen Sinne sind manchmal gar nicht richtig einzustellen. Die kann man gar nicht richtig stimmen, weil durch das Material und die Bauweise verhindert wird, dass eine Gitarre richtig gestimmt wird. Das kann man auf folgende Weise überprüfen. Ungefähr in der Mitte der Gitarre, zwischen dem Ende und dem Steg hier oben, ist der 12. Bund. Und im 12. Bund ist entsprechend die Mitte der Saite. Und wenn man diese Saite auf dem Metallsteg leicht abdämpft, also nicht drückt, sondern leicht abdämpft, entsteht so ein Flageolett-Ton, ein Oberton. Dieser Oberton muss mit dem Ton der Saite übereinstimmen. Der liegt natürlich eine Oktave höher, kommen wir später mal noch zu, spielt er jetzt keine Rolle, aber wenn diese beiden Töne nicht übereinstimmen,
dann ist die gesamte Gitarre, der Hals, verzogen. Und das bedeutet, man kann die Gitarre nicht richtig stimmen. Manche Gitarren kann man nicht richtig stimmen, weil sie so billig gebaut sind, dass diese Einstellung gar nicht richtig möglich ist. Das wäre also schon mal ganz grundlegend, bevor man eine Gitarre kauft, schauen, ob die Töne auch richtig stimmen. Wenn nicht, muss man den Gitarrenhändler gleich drauf ansprechen und man kann bei manchen Gitarren Einstellungen vornehmen, um das wieder zu korrigieren. Das zweite, was wichtig ist an einer Gitarre, ist der Seitenabstand von der Seite zum Griffbrett. Das nennt man auch Action. Wenn die Action nicht stimmt, wie im richtigen Leben, dann kann man nicht ordentlich spielen. Ich komme mal gerade einmal etwas näher und versuche das mal zu zeigen. Das ist dieser Abstand zwischen der Seite und zwischen der Seite und dem Griffbrett hier, dieser Abstand, der hier zwischendrin ist, der ist vorne niedriger als hinten. Hier ist der Abstand weiter. Das heißt, die Töne hier hinten sind schwieriger zu spielen, weil man kräftiger runterdrücken muss, während hier vorne der Seitenabstand, also die Action, geringer ist, so dass man hier nicht allzu fest drücken muss. Das ist auch unter anderem einer der Gründe, warum gerade zu Beginn des Gitarrenspiels sich die meisten Akkorde und Griffe hier in diesem oberen Teil abspielen, weil eben der Seitenabstand geringer ist. Man könnte alle Akkorde auch hier oben spielen, das ist aber deutlich schwerer, gerade zu Beginn. Die Kraft in den Fingern ist eines der Dinge, die wir trainieren müssen. Dazu kommen wir später noch mit verschiedenen Übungen. So, also das Stimmen der Gitarre und der Seitenabstand. Zwei sehr, sehr wichtige Dinge. Vielleicht merkst du dir schon mal diese zwei Begriffe. Intonation bzw. Stimmung der Gitarre. Das ist also die Einstellung, quasi die Fähigkeit der Gitarre selber gestimmt werden zu können, um das jetzt mal ein klein wenig komplizierter auszudrücken. Wenn die Gitarre in sich ein Problem hat, kann man sie nie richtig stimmen, dann klingen die Akkorde immer etwas schräg und man kann nie mit anderen zusammenspielen. Und der zweite Begriff, der eine Rolle spielt, ist eben Action. Das heißt, der Seitenabstand zwischen der Saite und dem Griffbrett. Wenn du eine Gitarre kaufen gehst, dann scheue dich nicht, den Gitarrenverkäufer anzusprechen und zu bitten, bevor du die Gitarre kaufst, die Stimmung der Gitarre richtig. Das ist allerdings etwas, was höchstwahrscheinlich sowieso schon von vornherein geschehen und erfolgt ist, bevor man dir eine Gitarre zeigt oder während man dir eine Gitarre zeigt, wird ein Gitarrenverkäufer das richtig einstellen. Aber dass du im 12. Bund mal durch diese Flageolett-Töne versuchst festzustellen, ob es da einen Unterschied gibt zwischen dem Flageolett-Ton und dem eigentlichen Ton der Saite. Diese Töne müssen übereinstimmen. Wenn es einen Unterschied gibt, hat die Gitarre ein Problem. Die Action, also diesen Seitenabstand, kann man teilweise bei manchen, also ich spreche jetzt von Akustikgitarren, kann man einstellen. Bei E-Gitarren ist üblicherweise unten ganz am Ende gibt es eine Vorrichtung, mit der man den Seitenabstand korrigieren kann. Bei Akustikgitarren ist das nicht immer der Fall. Deshalb musst du eine Gitarre aussuchen, die einen korrekten Seitenabstand hat. Man darf den Abstand der Saite, also diese Action, auch nicht zu gering einstellen, weil sonst die Gitarren, wenn ich hier weiter oben drücke, hier unten schnarren, weil sie an das Metall dieser Bundstege hier schwingen. Dann hat man auch keine vernünftigen Töne. Also der richtige Seitenabstand ist genauso wichtig wie die Stimmung der Gitarre. Was die Saitenstärke betrifft, also die Dicke der Saiten,
Da hab ich vorhin schon zugesagt, auf der E-Gitarre sind die Saiten insgesamt etwas dünner als auf der Akustikgitarre. Es gibt aber auch für die Akustikgitarre unterschiedliche Sätze von Saiten. Da gibt es ganz dünne, die ich nicht empfehlen würde, und es gibt ganz dicke, die sind für einen Anfänger auch nicht sonderlich empfehlenswert. Es gibt einen mittleren Saitensatz, das heißt eine mittlere Stärke. Die Stärke der Saiten ist normalerweise auf der Packung mit angegeben. Ich zeige das mal kurz. Vielleicht kann man das erkennen. Also, wir haben auf meiner Gitarre jetzt hier einen Saitensatz von 11, 15, 22, 32, 42 und 52. Das ist der Durchmesser der Saite. Das muss man sich nicht unbedingt merken, allerdings würde ich mal einmal mich damit kurz beschäftigen an deiner Stelle. Spielt die Saite eine Rolle? Ja, die Saite spielt eine wichtige Rolle. Die dünneren Saiten geben ganz allgemein einen geringeren Klang, während eine dickere Saite einen volleren Klang hat. Das merkt man beispielsweise, wenn ich mal die erste Saite spiele, das ist ein E. Und wenn ich dann die sechste Saite spiele, das ist auch ein E. Die hat einen viel volleren Klang, weil sie dicker ist und mehr schwingen kann, um das mal simpel auszudrücken. Also die Dicke der Saite spielt schon eine Rolle. Die ganz dünnen Saiten sind einfacher zu spielen, klingen aber nicht so schön, und die ganz dicken Saiten sind schwer zu spielen und gerade für den Anfang nicht so empfehlenswert. Also den mittleren Saitensatz. Im Laufe des Gitarrenkurses werde ich dir Fingerübungen zeigen, mit denen du die Kraft der Hand, die Flexibilität und die Geschicklichkeit verbessern kannst. Es macht Sinn, für mich zumindest, immer wieder bei allen möglichen Gelegenheiten, wenn man zu Hause ist, zum Beispiel beim Fernsehgucken, einfach solche Übungen durchzuführen, um die Langeweile etwas zu brechen und um unterbewusster diese Übungen zu programmieren. Die Wiederholung ist natürlich, die Übung wie allgemein bei praktisch allem, was man lernen möchte, ist besonders wichtig. Darum, diese Übungen zu wiederholen, beim Fernsehen gucken oder bei irgendwelchen anderen Aktivitäten, bei denen man vielleicht andere Leute nicht so stört. Einfach immer wieder durchspielen. Je öfter du das machst, desto schneller verinnerlichst du die Techniken, die nötig sind, um eine Gitarre zu spielen. Desto schneller kräftigst du deine Hände und desto schneller bekommst du auch ein klein wenig Hornhaut, die nötig ist, oder damit die Finger nicht so wehtun, wenn man viel Gitarre spielt. Diese Fingerübungen sind nicht besonders schwer, aber sie erfordern eben Übung. Solche Übungen und ähnliche wirst du im Laufe des Gitarrenkurses lernen. Die werden im Laufe der Zeit ein wenig komplexer, aber durch das beständige Üben wirst du auf diese Art und Weise deine Hände trainieren, und das ist eine wesentliche Grundlage, um Gitarre zu spielen. Ich habe in verschiedenen Räumen im Haus eine Gitarre stehen, und immer wenn ich Langeweile habe, wenn ich Fernseh schaue, führe ich diese Fingerübungen durch, um meine Hände ständig zu trainieren. Es ist eine gute Idee, es funktioniert für mich. Ich weiß nicht, ob das für dich funktioniert. Du hast vielleicht auch natürlich nur eine Gitarre. Dann musst du die Gitarre in diese Räume mitnehmen oder zum Fernseh gucken, mit dazu nehmen. Aber auf diese Art und Weise wirst du deutlich schneller Fortschritte machen in deinem Gitarrenspiel. Kommen wir noch mal kurz darauf zurück, die Gitarre zu stimmen. Es ist natürlich sehr, sehr wichtig,
dass wenn man zu zweit spielt, so wie wir beide, dass die Gitarren aufeinander eingestimmt sind. Und darum führen wir jetzt einfach mal das Stimmen deiner Gitarre schnell durch. Wir fangen an mit der ersten Seite, das ist die untere Seite, ist die erste, ein E. Wenn dein Ton nicht stimmt, musst du die entsprechende Mechanik drehen. Um einen Ton korrekt zu stimmen, ist es günstiger, von unten nach oben zu stimmen. Und zwar aus folgendem Grund: Die Saite wird von der Mechanik besser gespannt, wenn man von unten nach oben dreht. Wenn man es andersrum macht, bleibt meistens so ein kleiner Spielraum und die Saite verstellt sich viel, viel schneller wieder als andersrum. Also immer von unten nach oben in den Ton reindrehen. Ein E. Die zweite Saite ist ein H. Im Englischen ein B. Ein großes B. Also nicht dieses Doppel-B, sondern ein großes B. Ich weiß nicht, warum das im Englischen B genannt wird, aber es ist halt so. Und wenn du auf YouTube oder irgendwo englische Akkorde, englische Noten hast, dann steht da B. Deshalb ist es nicht schlecht zu wissen, dass das B gleich H ist. Kommen wir zum H. Der nächste Ton ist das G. Der nächste Ton ist das D wie Dora. Dann haben wir das A. Und es bleibt noch die sechste Saite, das E. Ihr habt vielleicht gemerkt, dass ich immer wieder mal hier drauf geschaut habe, gerade beim Stimmen der Gitarre, weil ich habe hier ein eingebautes Stimmgerät. In dieser Gitarre ist das mit drin. Es ist keine schlechte Idee, sich ein Stimmgerät anzuschaffen, gerade wenn man alleine spielt. Es ist halt leider ein Fakt, dass die Gitarre sich immer wieder verstellt. Die Saiten werden beeinflusst durch die Raumtemperatur. Die Gitarre, das sind zwar minimale Änderungen, aber die verstellt sich nun mal. Und durch das Spielen selber, durch das Ziehen an den Saiten auch. Darum ist ein Stimmgerät keine schlechte Idee. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, das zu umgehen. Man kann sich beispielsweise eine Datei auf ein iPod laden, aber also um die Gitarre zu stimmen, so wie jetzt mit diesem Video. Aber es ist deutlich einfacher und professioneller, sich ein kleines Stimmgerät anzuschaffen. Man kann eine Stimmgabel nehmen, die man anschlägt. Das ist meistens der Ton A. Dann stellt man die Stimmgabel hier drauf und dann hört man dieses A schwingen und stellt sein A nach diesem Ton ein. Und von dem A aus kann man dann, das werden wir auch noch in weiteren Videos tun, kann man mit einem Grundton die anderen Saiten einstellen, wenn man kein Stimmgerät hat. Man braucht einen Basiston, der korrekt ist. Spielt keine große Rolle, welcher. Üblicherweise fängt man mit dem A an, aber es geht auch mit dem E und von da aus kann man alle anderen Saiten stimmen. Ein Stimmgerät wäre eine Anschaffung, die empfehlenswert ist. Wie gesagt, wenn du eine Gitarre neu kaufst, lass dir das ruhig einmal alles von einem Gitarrenverkäufer erklären und zeigen. Das ist immer eine gute Idee, man kann immer was lernen dabei.
Lasst euch nicht irgendwelche teuren Geräte verkaufen, Stimmgeräte, die sind für 20 oder 30 Euro zu haben oder auch billiger. Vielleicht gibt es auch was Gebrauchtes irgendwo. Es ist nicht notwendig, wer weiß, wie viel Geld auszugeben. Zu dem Thema Gitarrenverstärker, wie schon gesagt, die meisten Akustikgitarren haben keine Möglichkeit, einen Verstärker anzuschließen. Dann erübrigt sich diese Frage natürlich von vornherein. Aber es gibt auch etliche Gitarren, so wie diese jetzt hier. Die hat hier unten den gleichen Anschluss wie eine E-Gitarre. Das trifft auch zu auf die Ovation-Gitarre, die ich da hinten stehen habe. Das hat den Vorteil, dass wenn man öffentlich spielt oder mit einer Band zusammen, kann man die Gitarre an einen Gitarrenverstärker anschließen und dann auch den Sound entsprechend einstellen. Ich habe jetzt hier ein wenig Chorus und Hall eingestellt. Chorus ist sowas ähnliches wie eine Stimmenverdoppelung, wie der Name sagt, Chor, Chorus. Da wird die Stimme elektronisch verdoppelt und ein Hall ist wie dieses leichte Echo, was man hören kann. Das ist minimal. Das macht dann aber vom Klang her eine Menge aus, auch wenn man sich dessen im ersten Moment gar nicht so bewusst ist. Kommen wir zu einem anderen wichtigen Zubehör, das ist der sogenannte Capo Daster oder einfach Capo. Was macht ein Capo Daster? Wir sehen hier oben am Kopf der Gitarre diesen sogenannten Steg. Der heißt auf Englisch Nut, wie eine Nuss. Frag mich nicht warum, aber auf Deutsch ist das der Steg. Der Steg hat die Aufgabe, die Saiten am richtigen Platz und im richtigen Abstand zu halten. Der Steg ist auch der Punkt, wo das Schwingen der Saite beginnt und das endet quasi hier unten an dem Bund. Zwischen diesen beiden Punkten schwingt die Saite. Wenn ich nun ein Lied spielen möchte in einer anderen Tonlage, weil mir diese Tonlage zu tief ist, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Man kann entweder die Akkorde ändern, andere Akkorde, also die Akkordfolge ändern, eine höhere Akkordfolge, oder man kann transponieren, das ist jetzt auch wieder so ein gefährliches Fremdwort, transponieren heißt einfach die Stimmlage nach oben verschieben. Und das macht man mit einem Capo Daster. Wenn ich beispielsweise ein Lied in E-Dur spielen möchte, aber die Akkorde gefallen mir nicht oder die sind schwierig und ich möchte jetzt einfach die andere Akkorde benutzen, zum Beispiel ein C-Dur, weil die C-Griffe C-Dur, F-Dur, G-Dur sind bekannte einfache Griffe, die fast jeder schon gleich zu Beginn lernt. Um die zu benutzen, aber trotzdem E-Dur spielen zu können, brauche ich so einen Capo Daster. Den nehme ich jetzt hier in dem vierten Bund, mache den in der Mitte dran, zeige ich mal kurz. Ich klemme also diesen Capo Daster in der Mitte vom vierten Bund fest, so dass er richtig fest sitzt, möglichst in der Mitte von dem Bund. Wenn ich den zu sehr zu einer oder anderen Seite mache, dann verschiebt sich der Ton ein wenig. Darum muss das möglichst in der Mitte sein. Capo Daster sind preiswerte kleine Klemmen quasi. Da gibt es also Dutzende von Modellen. Da müsst ihr euch auch im Gitarrengeschäft mal verschiedene zeigen lassen, was euch am besten zusagt von der Handhabung her. Die erfüllen alle den gleichen Zweck. Einige sind simpel, einige sind teuer. Lasst euch vom Gitarrenhändler einige Modelle zeigen. Experimentiert ein wenig damit.
Ich habe also den Capo im vierten Bund und transponiere somit einen C-Dur-Akkord so weit hoch, dass ich E-Dur habe. Das ist der gleiche E-Dur wie vorher, aber der C-Dur-Akkord ist leicht zu greifen. Das sind dann die gleichen Akkorde C, F, A-Moll, G-Dur. Das sind die Basisakkorde, die man gleich zu Beginn meistens lernt. Das werden wir auch tun. Und ich kann aber trotzdem original in der gleichen Tonlage mitspielen. Das ist E-Dur. Tell me, baby, is it good to you? Does it do the things that I do? I can take you high. Ooh, I'm on fire. So habe ich den E-Dur Sound, aber mit einem C-Dur-Akkord. So, und das ist der Nutzen eines Capodasters. Der Capodaster ist ein so kleines Teil, das hat überall Platz, das stört nie, das kann man in der Jackentasche machen. Es gibt welche, die kann man oben direkt an die Gitarre klemmen, dann hat man es immer dabei. Capodaster ist eine Anschaffung, die man auf jeden Fall machen sollte. Das sind nur ein paar Euro. Die gibt es sicherlich irgendwo, vielleicht sogar geschenkt oder gebraucht. Ein Capodaster ist sehr, sehr nützlich. Kommen wir noch zu einer Anschaffung, die ich euch empfehlen würde, ein Metronom. Was ist ein Metronom? Das ist der Taktgeber, den kennt ihr vielleicht vom Klavier. Der steht meistens oben auf dem Klavier und der Zeiger schwingt hin und her und gibt den Takt vor. Im Takt zu spielen oder die Fähigkeit im Takt spielen zu können, ist sehr wichtig, wenn man mit anderen mitspielt, wenn man andere beim Gesang begleitet oder auch wenn man selbst irgendwo ein Lied mitspielen will. Wenn man den Takt nicht halten kann und nicht weiß, was überhaupt Takt ist, dann ist das sehr schwierig, mit anderen zusammenzuspielen. Es gibt natürlich heutzutage digitale Geräte, wie jetzt zum Beispiel dieses hier. Das ist so ein digitaler kleiner Taktgeber, ein Metronom von der Firma Boss. Der ist klein wie eine Kreditkarte bald und hat einige Funktionen, die sehr, sehr nützlich sind. Aber das Grundlegende, was der Metronom können muss und können sollte, ist einfach einen Takt zu geben. Man kann dann die Schlagzahl des Taktes einstellen, man kann verschiedene Rhythmen einstellen, aber das ist von Modell zu Modell ein wenig verschieden. Wenn ich den jetzt einschalte, dann hört ihr den Takt. Ein Metronom ist ein so kleines Gerät, dass man wirklich überall mit sich hinschleppen kann. Das kostet nicht besonders viel in der Anschaffung und ist absolut wichtig, um den Takt zu lernen. Man hat als Gitarrenspieler, vor allen Dingen als Solospieler, diese Neigung, immer schneller zu werden. Man steigert sich so ein klein wenig in die Aufregung hinein und üblicherweise, wenn man keinen Takt vorgegeben bekommt durchs Schlagzeug oder durch eine andere Möglichkeit, dann ist das üblicherweise so, dass man immer schneller wird und man ist nach zwei, drei Beats ist man bereits aus seinem Takt raus. Darum ein Metronom ist auch eine sehr, sehr sinnvolle Anschaffung. So, das waren die grundlegenden Vorbemerkungen, die ich gerne machen möchte.
zu der Gitarre und dem bisschen Zubehör, was sinnvoll ist und nützlich. Wenn ihr Fragen habt, bitte wendet euch jederzeit an mich. Ihr könnt mich über Facebook erreichen oder über die Website www.freude-durch-musik.de oder über die mycademy24.de. Schreibt an Mike, stellt eure Fragen. Wenn ihr Kursteilnehmer seid, dann seid ihr über den iCampus sowieso mit mir verbunden. Ich freue mich auf eure Fragen. Ich antworte so schnell ich kann und so gut wie es möglich ist. Es ist für mich eine große Freude, mit dir zu spielen. Bis auf bald. Mach's gut. Dein Mike.